Er wird wunderschön auf ihn. Ja, Bremse verloren. Ich kann gleich schön schauen, was er will. So. Dann kommen wir gleich hier in den Hubel. Auto. Ja, du siehst gut aus. So. Ich stehe quasi still und sinke gegen die Bäume. Und jetzt bin ich da im Lee vom Talwind sicher. Aber wird ja nichts besseres als Anschirr für im Lee zu sein. So. Boah, ist da wirklich verdammt still. Bin ich 11:85 und da schaue ich schon Baumstämme an. Ah, es kommt schon. Vertrauen zum Schirm und zur Thermik. Oder auch nicht? Bis jetzt wollen wir noch nicht so zusammen. Hast du das Gefühl davor oder? Oh ja. Wenn ich da läuft, gehen auch noch ein bisschen. Oder auch nicht? Komm, wir gehen. Ja, doch nicht. Ja, gut, ich hänge in den Drei und oben ist einer. Ups, ja. Zeit gehabt, um den Umbau zu spüren. Ah, aber ich gehe gleich. Aber ich höre jetzt da. Ja, gleich mal ein bisschen. Ich habe einen Anschirm, mit darf dumm sein, auch wenn ich im Liegegurtzeug am Anschirm hänge. Ja, aber es wird mehr. Ich will nicht, ich will nicht, wir wollen nicht. Also es fühlt sich nicht so viel anders als mein Schirm an. Ich hoffe einfach, er hat noch ein bisschen geleitet in sich. Sonst wird es länger. Also ich habe 42 Stundenkilometer, also no need für irgendwie einen Beschleuniger. Plus, minus, ja, 1,1 Meter sinken, also plus, minus. Mal schauen, ob ich da vor dem Harden aufsauen kann, weil es hat ja eigentlich einen 20er Wind angezeigt. Ich bin auf 1042, meine magische Grenze ist 900. Die ich aber mit dem Alpha eigentlich nie ausprobiert habe. Ja. Muss halt passen. Radio sagt, der Wind kommen wir entgegen. Also laut Wind mässig, aber. Oh, jetzt kann ich da gleich
Oh ja. Irgendein Greifvogel, der da ganz gut aufsohren kann. Mal schauen, was... Oh, nur noch sinken. Ja, sollte ich da in die Powerzone reinfliegen. Geht. Ich habe gedacht, ich bin jetzt eigentlich genau auf dieser Höhe, wo, wenn man so hier, was richtig haarig läuft. Und das kann ja nur gut sein für mich. Ja, ja, ja. Ein anbremsen. Gerade ab dem Sinken. Ah. Ah, das Greenfield ist schon nicht mehr sehr gross. Oh. Gerade jetzt sinken meine Dreie, ja, aber der Schirm nimmt es. Wie ein Champ. Wir sind auf 956 Meter. Ja. Ich soll eine Reisleine ziehen und sofort rausfliegen. Ja, Tommy, es bleibt mir leider keine Zeit für Manöver oder so etwas. Bin ich auch ein bisschen selber schuld, wenn ich an den Bergbau gehe, aber an mein Spiel hat es einfach wirklich viele Leute. Schade. Aber ja, Tom fliegt ja so schnell noch nicht. Dann kann ich etwa noch mal probieren. Jetzt kann man etwa noch ein bisschen Ground handeln vielleicht. Aber das Geräusch ist ganz anders. Das ist krass. Was habe ich? Noch 282 Meter. Es reicht wirklich für nichts. Ich muss den mal zusammen ins Bild, auf die Verwaltung vertragen, am Morgen früh. Oder mal auf die Mühle. Wenigstens habe ich die richtige Nummer dran. Wie ein Profi. Also der Wind kommt da auch ein bisschen schräg. Ja, Tom, ich habe leider nicht mehr viel zu versauen, darum. Ganz kurz. Und geh. Ah, nicht mehr Parkplatz, liebe Susi. Scheiße. Immer noch recht Tempo. Ich weiß sicher nicht, ob ich das Kajüte ausholen kann. Und ich stelle mich jetzt hier ein.
aber es gibt nichts Schöneres, als mit einem Alpha hier zu landen. Weil, was will mir passieren? Sollen wir das Bein brechen? Nein, das hätte jetzt sein, Tom. Aber endlich ist es wie ein Eins. Das ist wirklich so schön. Wie sieht das aus?